Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldungsversorgung in Hessen in den Jahren 2017 und 2018 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Hessisches Besoldungsversorgungsanpassungsgesetz 2017-2018. Berichterstatter ist der Kollege Bauer. Jedenfalls steht das hier so. Kollege Bellino, wer nimmt das Ganze? Willst du das jetzt alles vorlesen? Um Gottes Willen. Hätte man anderen genommen, gell? Das Wort hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, endlich auch wieder einmal vor diesem Hohen Hause sprechen zu dürfen. Ich darf Ihnen mitteilen, was der Innenausschuss beschlossen hat. Ich trage die Beschlussempfehlung vor. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum. Der Innenausschuss, Sie müssen jetzt mit mir Vorlieb nehmen, Herr Schäfer-Gümbel. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Das Wort hat Herr Kollege Rudolph für die Fraktion der SPD. Vorsicht. So ist es ja. Okay, alles klar, danke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich dachte, CDU und Grüne wollen sich für ihr Gesetz hier lobpreisen lassen und so. Deswegen habe ich Ihnen den Vortritt gelassen. Gut, ja, Herr Kollege Pentz, ja, wir freuen uns. Ich gebe es zu, wir freuen uns, dass Sie Ihren eigenen Koalitionsvertrag an dieser Stelle gebrochen haben und das Besoldungsdiktat aufgehoben haben. Darüber, finde ich, kann man sich freuen, und es freuen sich die hessischen Beamtinnen und Beamten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben die Anhörung durchgeführt. Sie war intensiv, sie war aufschlussreich, und viele haben natürlich gesagt, ja, es ist schön, dass es wieder mehr Geld gibt als eine Null, also als eine Nullrunde, dass es wieder mehr gibt nach dem Besoldungsdiktat in 2015, nach der 1%igen Erhöhung ab 1.7.2016 mit 1%. Und Sie haben ja vollmundig erklärt, wir übertragen als Regierungskoalition das Tarifergebnis vollständig auf die Beamtinnen und Beamten. Das, meine Damen und Herren, haben Sie erklärt. Und jetzt machen wir etwas. Wir nehmen Sie beim Wort. Kann der eine oder andere sagen, das ist ein Fehler? Nein, meine Damen und Herren, wir sind da gutgläubig. Und für die Tarifbeschäftigten gibt es ab 1.3.2017 2% mehr. Wobei wir mit Interesse ja auch im Innenausschuss zur Kenntnis genommen haben, die Tarifverhandlungen sind immer noch nicht abgeschlossen. Es wäre aber ein ganz normales Verfahren, dass man Monate nach der vollmundigen öffentlichen Erklärung noch nicht unterschriftsreife Abschlüsse hat. Na gut, da kann man auch anderer Meinung sein. Das müsste man ja irgendwann einmal administrativ hinkriegen. Meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Änderungsantrag ablehnen, haben Sie erstens dem widersprochen, dass Sie das Tarifergebnis übertragen. Und zweitens bleibt es dabei, dass Sie den Beamtinnen und Beamten in Hessen ein weiteres Sonderopfer abverlangen. Denn die viermonatige Verschiebung der Besoldungserhöhung bedeutet eine Einkommenseinbuße für die Beamtinnen und Beamten. Und das ist nicht hinnehmbar. Der Besoldungsabstand zwischen Tarifbeschäftigten einerseits und Beamten andererseits beträgt zurzeit 5,5%. Erst ab 1. Juli 2017 werden es 3,5% sein. Das ist trotzdem viel Geld. Kürzungen bei der BAIFE in den vergangenen Jahren, zunehmende Arbeitsverdichtung, das hat den Personalabbau durch den Personalabbau alles noch beschleunigt. Meine Damen und Herren, und deswegen, das haben übrigens alle Anzuhörenden gesagt, gut, dass diese 1%-Regelung weg ist, die war Unsinn von Anfang an. Sie war ideologisch verbohrt, aber sie war in der Sache völlig unbegründet. Aber, meine Damen und Herren,
Es gibt auch die ein oder andere kritische Stellungnahme, etwa wenn Gewerkschaften sagen, Lebensarbeitszeitkonto. Sie wollten das zunächst abschaffen. Auch da haben Sie sich korrigiert. Das haben wir an der Stelle nicht zu kritisieren. Wir haben noch festzustellen, wie gehen Sie mit dem Aufwuchs von jährlich 850.000 Stunden Lebensarbeitszeitkonto um. Vertreter der Gewerkschaft der Polizei sagen, wir haben in Hessen 3 Millionen Überstunden bei der Polizei und jetzt schon 3 Millionen auf dem Lebensarbeitszeitkonto. Wann werden die abgebaut? Was heißt das stellenplantechnisch, meine sehr verehrten Damen und Herren? Deswegen gibt es auch daraus entsprechende Konsequenzen, die Sie machen müssen. Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf erklärt, dadurch, dass Sie jetzt 41 bzw. 40 Stunden den hessischen Beamtinnen und Beamten ins Gesetz festschreiben, gibt es 1.100 neue Stellen, die notwendig sind. Als Roland Koch, der damalige Ministerpräsident, im Jahr 2003 die Aktion Düstere Zukunft eingeführt hat, haben Sie allein bei der hessischen Polizei begründet, die Erhöhung auf 42 Stunden sei notwendig und bringe für den Bereich der Polizei einen Stellengewinn von 1.100 Stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und Sie gleichen damit eben nur ein Einzelplan, den Bereich des Innenressorts, aus. Das heißt, die Beamtinnen und Beamten müssen das selber erwirtschaften. Auch das, glaube ich, gehört zur Redlichkeit und muss an dieser Stelle sehr deutlich gesagt werden. Es ist eben nicht zurück in das Jahr 2003, sondern die Verdichtung und die Belastung für die Beamtinnen und Beamten bleibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zumal, wenn wir uns etwa die Krankheitstage im Bereich der Vollzugspolizei anschauen, wir haben ja Anfragen laufen, die wir flächendeckend machen, und die Auswertung ergibt, dass wir hohe Krankheitsstände haben. Sie sind im Vergleich 2015, 2016 gestiegen. Das ist ja dann ein Indiz dafür, dass die Belastung zu hoch ist, weil wir unterstellen ja keinem, dass er freiwillig oder gerne krank macht. Und auch das zeigt, dass es dringend notwendig ist, im Personalkörper etwas zu tun. Jetzt sagen Sie, das wird ab 2020 alles besser. Das hilft aber den Polizeibeamten in den nächsten drei Jahren mal gerade gar nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle. Und deswegen ist das jetzt, dass Beamtinnen und Beamte an den allgemeinen Einkommensentwicklungen teilnehmen sollen, keine besondere Gnade von Schwarz-Grün. Keine besondere Gnade von Schwarz-Grün, sondern ich finde, das ist ein Ausdruck von Wertschätzung, wenn auch Beamtinnen und Beamten an den allgemeinen Einkommensentwicklungen teilhaben. Und ich glaube, das steht einem Dienstherrn, der übrigens bei der Personalgewinnung im Wettbewerb mit anderen Dienstherren steht, gut an, damit er qualifiziertes Personal bekommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann gibt es noch einen Punkt, den Sie eingeführt haben. Sowohl bei den Tarifbeschäftigten, dafür haben sich die Tarifpartner, die Gewerkschaften, gab auch intern durchaus Kritik, ja, abhandeln lassen. Es gibt, damals haben sie es Jobticket genannt, jetzt nennen sie es Freifahrtberechtigung und sagen wir mal Burka-Verbot. Gibt es jetzt keinen zwingenden inhaltlichen Zusammenhang, aber sei es drum. Jetzt haben Sie einen Änderungsantrag eingebracht, um das rechtlich klarzustellen, weil das so nicht geht, wie Sie es zunächst beabsichtigt haben. Ja, ein allgemeines Jobticket, sage ich mal, wird begrüßt, hat die SPD schon im Jahre 2015 gefordert. Wir sind mal gespannt. Der Innenminister konnte im Innenausschuss ein paar wichtige Fragen, wie kommt die pauschale Versteuerung zustande, nicht beantworten. Wie viele nutzen bisher den ÖPNV? Auf diese Fragen warten wir. Und deswegen, ein Jobticket ist eine gute Sache. Wir hätten es aber auch begrüßt, wenn die Kommunalbeamten auch in den Genuss kommen, weil die müssen jetzt sehen, ob sie mit den Verkehrsverbünden ähnlich gute Konditionen wie das Land bekommen. Also, meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf, der Lackmustest, übernehmen Sie das Tarifergebnis vollständig zum 1.3., dann werden Sie unsere Zustimmung bekommen. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie es logischerweise nicht bekommen. Und das ist jetzt keine besondere Ruhmestat, sondern Sie haben die Beamtinnen und Beamten genug geschröpft und deswegen eine pure Selbstverständlichkeit. Auch das hat etwas mit Wertschätzung der Arbeit der Beamtinnen und Beamten zu tun. Und deswegen müssen Sie an den allgemeinen Einkommensentwicklungen teilhaben. Und deswegen, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, darüber nachzudenken, beantragen wir die dritte Lesung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Heinz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Keine Sorge,
hatte mich auch schon rechtzeitig zu Wort gemeldet, genau wie auch der Kollege Frömmrich aus der anderen Regierungsfraktion. Ich glaube, ich selbst freue mich, heute hierzu sprechen zu können. Für Kollegen Frömmrich nachher gilt das Gleiche. Also diese Mutmaßung, wir würden hier nicht rechtzeitig so reden wollen, weil wir uns hinter dem Gesetzentwurf verstecken müssten, das ist sehr weit hergeholt. Im Gegenteil. Heute könnte schon ein guter Tag für die Beamtinnen und Beamten in Hessen werden. Sie haben jetzt die dritte Lesung beantragt. Dann wird es eben der Donnerstag in dieser Plenarwoche. Um was geht es? 2% lineare Besoldungssteigerung zum 1. Juli 2017. Das ist der Samstag, wo das dann greifen wird. Und weitere 2,2% Erhöhung zum 1. Februar 2018, mindestens aber jetzt zum Termin am Samstag 75 €. Und das Gute ist, auch die Versorgungsbezüge werden zweimal entsprechend angepasst. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung für insgesamt 160.000 Menschen in Hessen und ihre Familien. Und wenn wir über die Vergangenheit sprechen, wir haben immer gesagt, für uns hat das Alimentationsprinzip Verfassungsrang. Wir haben aber auch immer gesagt, für uns hat die Schuldenbremse Verfassungsrang. Und wir haben immer gesagt, wenn der Landeshaushalt konsolidiert ist und mehr Spielräume eröffnet, dann profitieren davon alle Menschen in Hessen, auch die Beamtinnen und Beamten. Und wenn wir die Anhörung hier gemeinsam auswerten, dann können wir festhalten, es gab breiten Zuspruch zu unserem Gesetzentwurf. Grundlegende Bedenken gegen diesen Gesetzentwurf wurden nicht formuliert. Mehr kann man sich selbstverständlich immer wünschen. Das wünschten sich viele, nicht nur Beamtinnen und Beamten, sondern alle Bürgerinnen des Landes. Aber am Ende haben wir eine Abwägungsentscheidung getroffen. Jede kräftige Erhöhung, so auch diese, das muss man auch sagen, es gehört zur Wahrheit dabei, bei aller Begeisterung, ist ein Kraftakt. Der wird künftige Generationen nachhaltig belasten, denn erhöhte Bezüge sind auch immer natürlich dann noch zu bezahlen, wenn die Konjunktur einmal nicht mehr so gut läuft, wie sie das heute tut. Dennoch halten wir so, wie wir es vorgeschlagen haben, halten wir diese Erhöhung für angemessen und auch für zu verantworten. Eine Erhöhung der linearen Bezüge zu einem höheren Satz oder zu einem früheren Zeitpunkt dahinaus, dem können wir uns nicht anschließen. Deshalb werden wir auch den SPD-Antrag ablehnen. Aber am Ende geht es um eine Gesamtabwägung aller Aspekte, auch einem Lichte des Landeshaushalts. Und da können wir, glaube ich, doch mit einem gewissen Stolz sagen, eine zweimalige Steigerung in einem 7-Monate-Korridor, das ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle, heißt das umgangssprachlich, der den Beamtinnen und Beamten nutzt, der aber auch zu vertreten ist. Und darüber hinaus hervorzuheben sind noch weitere Vergünstigungen, die den Beamten ab 2018 dann zugutekommen. Alle Beamten in Hessen fahren ab 2018 gratis mit allen regionalen Verkehrsmitteln in Hessen. Das kann man gar nicht oft genug erwähnen, weil das eine einzigartige Leistung ist, die bisher noch kein Land und auch der Bund, dem es finanziell viel schlechter geht, weltweit, genau, danke Herr Rudolph, weltweit ist, die es hervorzuheben gibt. Und diese Freifahrt ist auch mehr als ein Jobticket, wie es umgangssprachlich häufig heißt. Die Freifahrtberechtigung gilt nicht nur vom Dienst und zum Dienst, sondern die gilt 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und am Wochenende können Sie sogar noch die Angehörigen mitnehmen. Das ist eine riesige Entlastung für viele Pendler in diesem Lande. Und einfach, wir leben ja in einer Region von Pendlern, die wächst hier im Ballungsraum. Einfach, um mal ein paar Zahlen zu nennen, aus meiner Heimat im Main-Taunus-Kreis nach Frankfurt kostet derzeit eine Jahreskarte im Nahverkehr über 1.300 €, von Wiesbaden nach Frankfurt 1.760 €, und von Gießen, die ja politisch eine nicht ganz unbedeutende Stadt ist in Hessen, von Gießen nach Frankfurt 2.650 €. Das heißt, über 200 € Nettobelastung im Monat weniger, was man bisher aufwenden musste, um zur Arbeit zu kommen, für Pendler, die jetzt künftig in die Vergünstigung dieser Freifahrtsberechtigung kommen. Und das ist eine Maßnahme für alle hessischen Beamtinnen und Beamten. Wir wissen natürlich auch, dass nicht alle gleichermaßen davon profitieren. Wer weiterhin mit dem Auto fahren muss oder möchte, der profitiert weniger. Es gibt auch Beamtinnen und Beamte, die wohnen nicht in Hessen, aber da muss man sagen, das ist eine die freie Wahl des Wohnorts ist eben gegeben. Jeder kann leben, wo er möchte, aber jeder hat
und die Möglichkeit, von dieser Freifahrtsberechtigung zu partizipieren oder auch teilweise nur zu partizipieren. Wir haben mit vielen Beamtengruppen auch gesprochen, natürlich. Das tun wir ganzjährig. Und da waren auch Gesprächspartnerinnen dabei, die haben gesagt, für uns lohnt es sich jetzt eben an 3 der 5 Tage in der Woche, wo wir das können, das Auto auf halber Strecke stehen zu lassen und fahren die restliche Zeit mit dem Zug. An den anderen Tagen haben wir uns anders organisiert. Da müssen wir, weil wir noch die Kinder zur Kita bringen oder noch was anderes auf dem Weg haben, müssen wir das Auto nehmen. Aber an 3 Tagen ist das für uns eine Entlastung. Für andere ist jeden Tag eine Entlastung, für manche manchmal nur in der Freizeit. Also ein Gewinn ist es wirklich für alle. Und zur Klarstellung, da dann auch noch einige Detailfragen kamen, auch in der Anhörung und auch verschiedentlich darüber gesprochen wurde, zur Klarstellung, dass eine Anrechnung dieser Freifahrtberechtigung auf die Besoldung nicht erfolgt, wie es auch von Anfang an geplant war, haben wir noch einen entsprechenden Änderungsantrag eingereicht, der Ihnen bekannt ist. Der enthält noch weitere redaktionelle Punkte, aber im Kern ist es eine Klarstellung, dass diese Vergünstigung komplett neben dieser linearen Besoldungssteigerung zusätzlich on top eben gewährt wird. Es wurden noch weitere Punkte immer wieder angesprochen, auch das Lebensarbeitszeitkonto und die jetzt verbundenen Veränderungen, die werden sehr differenziert bewertet. Es ist keineswegs so, dass alle Beamten der Meinung sind, dass das kein Erfolg war. Im Gegenteil, einige auch der Interessensvertretung der Beamten haben es ja mit ausgearbeitet damals und haben sich auch dafür eingesetzt, dass es bei jetzt reduzierter Arbeitszeit des Beamtenbundes, das ist richtig, ist auch eine sehr wesentliche Organisation. Ich habe gesagt, eine große Interessensvertretung der Beamten. Und es ist in weiten Teilen der Beamtenschaft ist es auch die größte Interessensvertretung. Hat sich massiv dafür eingesetzt und war auch ausgesprochen positiv gestimmt, dass dieses Instrument, was vielen schon zugute gekommen ist, beibehalten werden kann. Lassen Sie mich vielleicht zum Ende noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wenn man über Beamtenpolitik spricht und auch Interessensvertretungen der Beamten, würde ich mir doch sehr wünschen, wenn einige Teile aus dem Haus endlich ihre Bemühungen für eine sogenannte Zwangseinheitsversicherung einstellen würden. Denn die würde keine Gruppe mehr treffen als die Beamtinnen und Beamten in Hessen. Denn diese Zwangsversicherung bedeutet weniger Netto vom Brutto, zusätzliche Belastungen für Beamten. Mit der Union können Sie sicher sein, wir sind weiterhin für die Wahlfreiheit im Gesundheitswesen. Auch das ist ein wesentlicher Punkt der Beamtenpolitik. Und heute, das ist mein abschließender Satz, heute sind wir genau dann wie am Donnerstag in der dritten Lesung erst einmal für eine kräftige zweimalige Besoldungssteigerung, von der alle Beamtinnen und Beamten in Hessen profitieren. Herzlichen Dank. Das Wort hat für die Fraktion der FDP Herr Kollege Greilich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Gegensatz zu der zutreffenden Feststellung des Kollegen Hahn bei der Debatte zum Länderfinanzausgleich kann ich an dieser Stelle sagen, das ist jetzt ein für die Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen guter Tag in diesem Landtag. Und auch wir sind froh und erleichtert, dass die schwarz-grüne Koalition gegenüber dem Koalitionsvertrag eine 180-Grad-Wende vollzogen hat und den verfassungswidrigen Pfad eines dauerhaften Sonderopfers, das sie den Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen auferlegt haben, verlassen haben. Die inhaltsgleiche Übertragung des Tarifabschlusses auf die Landesbeamten trägt die FDP-Fraktion ausdrücklich mit, weil es vor dem Hintergrund der starken Belastungen für die öffentliche Verwaltung, ich nenne hier nur einmal die Beispiele infolge der Flüchtlingskrise, Rekordsteuereinnahmen auf der anderen Seite und die Notwendigkeit der Sicherstellung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes schlicht nicht vertretbar ist, die Beamten von der allgemeinen Lohnentwicklung abzukoppeln. Sehr geehrte Damen und Herren, dass die Motive dieser Entscheidung rein wahltaktischer Natur sind und der von mir schon einmal genannten Angst von Schwarz-Grün vor den bevorstehenden Wahlen geschuldet sind, sorgt neben dem faden Beigeschmack für einen bitteren Abgang, den die Landesbeamten sicherlich trotz des jetzt vorgelegten Gesetzes nicht vergessen werden. Meine Damen und Herren, eben vor diesem Hintergrund, wenn Sie schon zurückrudern gegenüber dem, was Sie anscheinend früher einmal sich vorgenommen hatten und jetzt vergessen, wenn das schon so ist, dann hätten wir natürlich auch erwartet,
dass CDU und GRÜNE das Tarifergebnis auch wirklich zeitgleich, nicht nur inhaltsgleich, sondern auch zeitgleich auf die Landesbeamten übertragen. Hierzu konnte sich die Koalition ja bedauerlicherweise nicht entschließen. Ich bin deshalb dankbar für den Änderungsantrag der Sozialdemokraten, der genau diesen Punkt aufgreift, dem wir zustimmen werden. Ich sage ganz offen dazu, wir haben auch in der Vergangenheit häufiger die Anpassung, die Übertragung auf die Besoldung zeitlich versetzt vorgenommen. Das kann man auch machen. Das kann man mal machen, wenn das eine Einzelfallentscheidung bleibt und wenn man nicht vorher eine solche Rosskur gemacht hat, wie Sie die den Beamtinnen und Beamten im Land Hessen zugemutet haben, nämlich eine Nullrunde und dann eine Deckelung auf 1%. Meine Damen und Herren, dann hätte es wenigstens zeitgleich geschehen müssen. Ich will noch eines anmerken, weil ich das schon etwas schlimm finde. Ich finde es reichlich peinlich, dass Sie sich als Landesregierung und als Koalition erst mit großem Bahnhof für die Einführung der sogenannten Freifahrtsregelung selbst abfeiern, um dann in der Gesetzesanhörung feststellen zu müssen, dass Sie die hierfür notwendige gesetzliche Regelung vergessen hatten. Beinahe wäre also dieser Freifahrtschein ein ziemlich teures Geschenk für die Landesbeamten geworden. Die Aufwandungen hätten nämlich von der Besoldung nach geltender Rechtslage abgezogen werden müssen. Dass der Innenminister im Ausschuss nur äußerst unzureichend erklären konnte, wie denn die Übernahme des eigentlich durch die Beamten zu versteuernden Vorteils im Detail funktioniert, tut sein Übriges für ein recht unprofessionelles Bild, das Sie hier abgeben. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, Sie berauschen sich an Wahlgeschenken und vergessen darüber, ordentlich und handwerklich sauber zu arbeiten, Ihre Hausaufgaben zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, komplettiert wird dieses negative Bild noch durch Ihre dokumentierte Gleichgültigkeit gegenüber den kommunalen Beamten, welche die Landesregierung ja gezeigt hat. Man hätte ja vielleicht auch einmal in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden treten können, in eine Vereinbarung mit den Verkehrsunternehmen wenigstens versuchen können, die kommunalen Spitzenverbände und die Kommunen einzubeziehen. Sie haben nicht einmal Gespräche mit den Spitzenverbänden geführt. Das ist ein Punkt, wo ich sage, die richtigen und überfälligen Änderungen haben durchaus einen faden Beigeschmack. Denn es ist doch klar, die Entscheidung, die Freifahrtregelung einzuführen, hat verständlicherweise, völlig nachvollziehbarerweise auch Begehrlichkeiten bei den kommunalen Beamten geweckt. Ich verweise nur auf die Stellungnahme der Gewerkschaft Comba. Nun hat der Innenminister völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das letztlich in die Verantwortung der Kommunen fällt. Kritikwürdig ist aber, und das können wir Ihnen nicht durchgehen lassen, dass Sie es überhaupt unterlassen haben, auch nur eine Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden vorzunehmen. Gegebenenfalls hätte es ja die Möglichkeit der Einbeziehung der Kommunalbeamten gegeben, wenn dies überhaupt zur Debatte gestanden hätte, wenn sie die Gelegenheit dazu gegeben hätte. Aber offensichtlich haben Sie die Kommunen nicht im Blick gehabt, sondern nur den kurzfristigen Erfolg, den Sie denn so auch gefeiert haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage zum Abschluss, dieser Gesetzentwurf, dieses Gesetz ist seit Langem überfällig. Es ist wichtig, dass wir das heute so beschließen. Das Gleiche gilt logischerweise dann auch für die beiden Änderungsanträge, den notwendigen Reparaturantrag der Koalition, um ihre Unzulänglichkeiten abzuräumen, zu beseitigen, aber auch für den inhaltlich wichtigen Änderungsantrag der SPD. Beidem werden wir zustimmen. Es wäre ein guter Tag für diese Koalition. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn die parlamentarische Geschäftsführerin der GRÜNEN nicht darüber lachen würde, sondern den Beamten zeigt, es geht etwas Ordentliches. Und wenn Sie Witze erzählen wollen, machen Sie es doch draußen. Das Wort hat Herr Abg. Frömmrich für die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann für uns als Koalition und für uns als Fraktion feststellen, wir jedenfalls freuen uns am heutigen Tag, dass wir hier in der zweiten Lesung dieses Beamtengesetz beschließen können und es zur dritten Lesung überweisen können.
kann ja nun verstehen, dass die sauertöpfische Opposition hier versucht, in allen Möglichkeiten hier noch Kritikpunkte herauszuarbeiten und herauszusuchen. Aber ich finde, das wird der Sache nicht angemessen, und es ist auch nicht richtig. Stellen Sie sich bitte vor, das, was wir hier gerade machen, das, was wir hier gerade machen und vorbereiten für die dritte Lesung, sind Erhöhungen für die Beamtinnen und Beamten in einer Größenordnung von rund 320 Millionen € für die nächsten beiden Jahre. Das ist eine ganze Menge Geld, auch für den Landeshaushalt. Das ist viel Geld für die Beamtinnen und Beamten. Die haben es sich auch verdient. Deswegen freuen wir uns darüber, dass wir das, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier beschließen können. Anstatt hierher zu kommen und das alte Lied der Opposition zu machen und an jedem Punkt noch herumzukritisieren, anstatt hier die Gemeinsamkeiten auch in dieser Frage zu betonen. Aber das ist offensichtlich das alte Spiel. Und das ist, der Herr Greilich hier ja wieder vorexerziert hat, das ist auch das Spiel nach der Anhörung. Also, wenn man eine Anhörung macht und man reagiert nicht auf das, was Anzuhörende gemacht haben und Einwände, die dort gemacht haben, dann ist man borniert und man geht nicht auf die Einwände ein. Wenn man die Einwände aufnimmt und sagt, naja, vielleicht ist eine Präzisierung doch ganz gut. Ich glaube, es hätte auch ohne gehalten, aber wir haben uns dazu entschlossen, es zu präzisieren, was die Frage der Freifahrtberechtigung angeht. Dann wird vom gleichen Kollegen eingewendet, das sei ja schlampig gemacht. Sie müssten sich vielleicht mal für eines dieser beiden Argumente entscheiden, nicht in jeder Anhörung was anderes nachher sagen, Herr Kollege. Aber auch das, auch mit dem kann man leben, weil wir, wie gesagt, wir freuen uns. Und in der Anhörung sind auch viele Anzuhörende und anzuhörende Institutionen darauf eingegangen, haben uns gelobt, dass wir das jetzt machen. Aber es gab natürlich auch Kritik. Das ist doch auch verständlich. Wir haben den Kolleginnen und Kollegen, den Beamten in den letzten beiden Jahren viel zugemutet. Und wir haben uns als Koalition entschieden, jetzt in einer Zeit, in der auch die Finanzen des Landes wieder in Ordnung gebracht worden sind, in denen die Steuereinnahmen da sind, die Beamtinnen und Beamten auch in geeigneter Weise zu beteiligen. Und die Kolleginnen, die Gewerkschaften und auch der Beamtenbund hat natürlich vorgetragen, dass ihnen das in den letzten beiden Jahren nicht gepasst hat. Aber das ist doch auch Aufgabe von Gewerkschaften, dass sie solche Punkte in Anhörungen vortragen. Deswegen sage ich, unter dem Strich machen wir hier etwas, was sehr gut ist. Wir übernehmen das Tarifergebnis. Wir nehmen 320 Millionen € in die Hand für die nächsten beiden Jahre. Damit beteiligen wir die Beamtinnen und Beamten an der Einkommensentwicklung. Und ich finde, das ist ein sehr guter Beschluss, meine Damen und Herren. Und wir haben in der Vergangenheit ja auch nicht damit hinterm Berg gehalten. Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, dass natürlich, wenn man Haushaltskonsolidierung macht, dass man nicht an 40% Personalkosten vorbeigehen kann. Wir mussten die Schuldenbremse erfüllen. Wir dürfen bis 2019 keine neuen Schulden mehr machen. Und bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie doch einfach einmal zur Kenntnis, zum ersten Mal seit 47 Jahren hat Hessen im vergangenen Jahr 200 Millionen € Schulden zurückgezahlt. Zum ersten Mal seit 1969 wurden Schulden getilgt. Die Beamtinnen und Beamten haben dazu einen erheblichen Beitrag geleistet. Die Einnahmesituation hat sich deutlich verbessert. Die Konsolidierungsbemühungen der Landesregierung wirken. Jetzt ist es an der Zeit, meine Damen und Herren, die Beamtinnen und Beamten im Umfang des Tarifabschlusses an dieser Entwicklung zu beteiligen. Das machen wir, und darüber freuen wir uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ab dem 1.7. soll es eine lineare Erhöhung von 2% geben. Mindestens soll die Besoldung aber um 75 € steigen. Ab dem 1.2.2018 werden wir die Bezüge um weitere 2,2% erhöhen. Und an einem Punkt wird da immer vorbeigegangen. Ich will das hier ausdrücklich noch einmal erwähnen, an dem Festbetrag von 75 €. Ich will das einmal an zwei Beamten oder Beamtinnen deutlich machen. Wenn Sie eine A7 in der Stufe 1 nehmen,
2.162 €. Für die sind 75 € als Festbetrag zusätzlich eine Steigerung von nicht 2%, sondern von 3,46%. Das ist doch ein Riesenschluck aus der Pulle, gerade auch für die unteren Besoldungsgruppen. Und das ist eine gute Entscheidung, die hier getroffen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und selbst in der A10, Stufe 2, 2.652 €, also immer Grundgehälter, sind 75 € 2,82%. Das ist doch deutlich mehr als die 2%. Also selbst in der A10, auch hier für die unteren Besoldungsgruppen, haben wir wirklich etwas getan. Ich finde, das ist ein gutes Gesetz, was wir Ihnen hier vorlegen, ein guter Beschluss. Und ich habe gerade schon gesagt, insgesamt die Wirkung auf den Haushalt 320 Millionen €. Wir haben in den vergangenen Jahren schon für die Anwärter etwas draufgelegt. Insgesamt mit dem letzten Jahr 160 € mehr für die Beamtenanwärterinnen. Ich will auch noch einmal das Stichwort 40-Stunden-Woche, 41-Stunden-Woche machen. Wir gehen eine Stunde zurück. Die 41. Stunde geht auf das Lebensarbeitszeitkonto. Das heißt, wir haben faktisch eine 40-Stunden-Woche wieder eingeführt. Das sind doch gute Entscheidungen. Da kann man doch auch als Opposition einmal sagen, dass man in dieser Frage hinter der Regierung steht. Mich wundert das, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wird für die 90.000 Beamtinnen und Beamten ein Jobticket, eine Freifahrtberechtigung geben. Und den Kollegen Rudolph vielleicht, Unterschied zwischen Jobticket und Freifahrtberechtigung. Jobticket heißt von Arbeitsort zu Wohnort. Freifahrtberechtigung heißt in ganz Hessen, und zwar nicht nur für ihn selber, ab 19 Uhr sogar mit der Ehefrau. Die Kinder kann er mitnehmen und am Wochenende auch. Das ist doch eine gute Entscheidung. Warum sagen Sie das denn nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und das betrifft demnächst 135.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil der Tarifbereich da ja auch aufzurufen ist. Und auch an dem Punkt will ich Ihnen einmal zwei Zahlen nennen, damit Sie es einordnen können, was wir hier machen. Die Freifahrtberechtigung in der A7, Stufe 1, 2.162 €, habe ich eben schon gesagt, für die Fahrt von Fritzlar zum Hauptbahnhof Kassel zahlt er jetzt für die Jahreskarte, und zwar nur für diese Strecke, 1.580 €. Diese 1.580 € muss er demnächst nicht mehr bezahlen. Das ist doch eine tolle Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und selbst für den A10er 2.652 € in der Stufe 2 Grundgehalt, wenn der von Fulda nach Frankfurt pendelt, hat er eine Ersparnis von 2.650 €. Das ist ein Monatsgehalt, meine Damen und Herren. Und Sie stellen sich hier hin und sind so sauertöpfisch. Wir freuen uns darüber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie sehen daran, der Kollege Wagner hat das vorhin schon vorgetragen, wir haben einen schweren Weg gegangen. Wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel zugemutet. Wir haben aber an einem Punkt, wo die Haushaltskonsolidierung dieser Regierung wirkt, haben wir Entscheidungen getroffen, die zugunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und wir hatten einen Plan im Gegensatz zu Ihnen. Sie machen hier nur Vorschläge, die Geld kosten, und machen eben keine Vorschläge, wie es zu finanzieren ist. Den Vorschlag, den die SPD gerade vorgelegt hat, für den gilt das Gleiche. Sie beantragen hier 50 Millionen € mehr Ausgaben und sagen an keinem Punkt, wie Sie das finanzieren wollen. Wir sagen Ihnen, wir haben einen Plan, Sie haben nur Geld ausgeben, meine Damen und Herren. Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort den Abg. Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich weiß nicht, Herr Kollege Frömmrich, was Sie genommen haben, aber irgendwas müssen Sie genommen haben. Weil Sie müssen einfach mal, vielleicht sollten Sie ein, ja, ist ja nicht mein Problem, Herr Pentz. Vielleicht, Herr Frömmrich, können wir uns irgendwann einmal in diesem Hause darauf verständigen,
dass es zulässig ist, wenn man anderer Meinung als etwa Schwarz-Grün ist. Vielleicht können wir uns mal auf einfach parlamentarische Gepflogenheit zu verständigen, dass das zulässig ist. Und wenn Sie sagen, als der Kollege Heinz von der Zwangsbürgerversicherung, wie er es genannt hat, spricht, und Sie dann noch klatschen, ich Sie darauf hinweise, dass das aber einer Ihrer 10 Punkte im Bundestagswahlprogramm ist, das wäre Ihnen gerade egal, dann trägt das auch nicht zur Glaubwürdigkeit von Politik bei. Das ist ein generelles Problem, Herr Frömmrich, ein generelles Problem, was Sie da an der Stelle haben. Dass Sie bei dem Thema Heuchelei von mir keine Nachhilfe brauchen, ist bekannt. Also deswegen, Herr Kollege Frömmrich, Sie sollten redlich sein. Zweitens zur Finanzierung. Als wir das letztes Mal, ja, das sage ich, Frau Hinz, wenn Sie etwas zu sagen haben, gehen Sie bitte ans Pult, ansonsten haben Sie auch kein Rederecht. Ich finde das mittlerweile auch hier ziemlich, ich finde auch diese Zwischenrufe von der Regierungsbank. Als wir bei den Haushaltsberatungen nachgefragt haben, was haben Sie im Haushaltsansatz drin, haben Sie gesagt, 1% Besoldungserhöhung. Sie machen jetzt das Doppelte, und wie finanzieren Sie es aus der Rücklage? Und wenn wir sagen, in der Rücklage ist auch Geld für diese 4 Monate, dann ist das unredlich. Nein, das ist Heuchelei, wenn Sie uns etwas anderes vorwerfen. Ziemlich miese Heuchelei. Und der dritte Punkt, da müssen Sie sich schon einmal seriös die Unterlagen anschauen. Kleine Anfrage der SPD 2015 Jobticket. Übrigens, die erste Pressemitteilung von Schwarz-Grün und dieser Landesregierung bezog sich lediglich auf den Titel Jobticket. Sie haben die Freifahrtregelung, den Terminus nachgeführt, ist nicht zu kritisieren, möglicherweise, weil es steuer- oder sozialversicherungsrechtliche Aspekte hat. Aber sich hier hinzustellen und das zu kritisieren, ist ziemlich schäbig. Noch nehmen wir uns das Recht zu kritisieren, was zu kritisieren ist, ob es Herrn Frömmrich passt oder nicht. Zur Gegenrede, Herr Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ja gelernt, das nehme ich wirklich für mich jetzt auch an, Herr Kollege Rudolph, weil Sie in der Auseinandersetzung und auch in der Kritik immer so zurückhaltend sind. Ich, wirklich, muss ich wirklich sagen, habe ich ein bisschen überzogen, weil Sie sind ja sonst sozusagen das Paradebeispiel dafür, dass man in der Kritik immer sehr sachlich ist. Immer sehr sachlich, der Kollege Rudolph. Trägt hier nur sachlich vor. Und das, was ich gesagt habe, das kann man nachlesen. Und ich sage Ihnen noch eins, Herr Kollege Rudolph. Lieber Herr Kollege Rudolph, Sie wollten doch intervenieren. Augenblick, Herr Kollege Frömmrich. Wir warten, bis das Gespräch da fertig ist. Überall. Danke schön, Sie haben das Wort. Er wollte es ja wissen. Im Gegensatz zu Ihnen sind wir in der Haushaltsaufstellung für das nächste Jahr. Und wir werden das etatisieren. Ja, natürlich werden wir das tun. Wir haben Vorsorge getroffen. Wir haben Vorsorge getroffen dafür, dass wir für die Beamten etwas machen können. Und den Rest werden wir in 18 und 19 etatisieren als Koalition. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das brauche ich Ihnen noch nicht zu erzählen. Wir machen das auf jeden Fall. Sie haben in der Vergangenheit, Frau Kollegin, Faeser, immer gegen die Haushalte gestimmt. Das will ich hier einmal sagen. Wir haben für diese Haushalte gestimmt. Und jetzt noch einmal. Gestatten Sie Zwischenfrage? Nein. In 2 Minuten Kurzintervention. Ich habe nur gefragt. Entschuldigung. Abgelehnt. Entschuldigung, Herr Präsident. Aber wir haben dann alle ungefähr den gleichen. Herr Kollege Frömmrich, ich ziehe Ihnen nichts an der Redezeit ab. Wir haben Zeit, wir zwei. Dankeschön. Also, meine Damen und Herren, der Kollege Frömmrich möchte weiterreden. Jetzt bitte. Also, auf diesem Antrag, Änderungsantrag Drucksache 19/5019, kein einziger Hinweis auf irgendeine Finanzierung, irgendeine Art, wo die 50 Millionen € herkommen sollen. Noch nicht einmal der Hinweis, das nehmen wir aus der Rücklage. Selbst das haben Sie noch nicht einmal darunter geschrieben, Herr Kollege Rudolph. Ich ermahne jetzt das gesamte Parlament. Herr Frömmrich, Augenblick.
ein bisschen Luft ablassen. Sie haben das Wort. Und zum Schluss kann ich vielleicht noch einmal die Liste, die der Kollege Wagner vorgetragen hat, weil das ist ja eigentlich das Elementare. Wir können uns gerne über unterschiedliche Konzepte unterhalten. Wir können auch darüber streiten, ob man mehr oder weniger beim Beamten macht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber am Ende, finde ich, gehört es auch zu einer ordentlichen Oppositionspolitik, dass man sagt, wie man es finanzieren soll und nicht die Lasten für die nächsten Generationen verschiebt. So. Können wir weitermachen? Gut. Das Wort hat Herr Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Ja. Jetzt kommen wir mal wieder zur Sachlichkeit zurück. Und, aber Herr Kollege Frömmrich, eine Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Die ist mir spontan eben bei Ihrem Beitrag so in den Kopf geschossen. Ja, ich muss raus. Wenn ich Sie ein einziges Mal, wirklich nur ein einziges Mal, so engagiert im NSU-Untersuchungsausschuss erlebt hätte, dann wäre ich ja froh darum, wäre ich ja froh, wie sehr Sie sich hier engagieren können. So. Das war ein Beitrag zur Sachlichkeit. Genau. So. Und dann kommen wir zum Thema. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits, ich habe das schon mehrmals gesagt, ich wiederhole das auch an dieser Stelle, bereits seitdem DIE LINKE hier im Landtag vertreten ist, streiten wir für eine angemessene Besoldung und für angemessene Arbeitsbedingungen der hessischen Beamtinnen und Beamten, ebenso wie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Stets haben wir uns für eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifergebnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes Hessen eingesetzt und werden dies auch weiterhin tun. Diese Vorbemerkung vorangestellt, will ich nun in der Tat darauf hinweisen, dass wir hier ja eine Besoldungsrunde haben für das Jahr 2017 und 2018, wo es in der Tat, und das kann ja niemand leugnen, eine Abweichung gibt zur wo es eine weitestgehende Tarifübernahme gibt für die Beamtinnen und Beamten, die allerdings eine große Abweichung darstellt zu der vorhergehenden Tarifrunde, nämlich 2015-2016. Weil demnach, und das können Sie von der Koalition ja überhaupt nicht leugnen, es ja eine Differenz gibt zwischen dem, was Tarifergebnis ist, und dem, was Besoldungserhöhung oder Nichtbesoldungserhöhung war in der vorangegangenen Periode von immerhin 3,4 %. Man kann auch sagen, minus 3,4 %, weil das ist es real. Der Beamtenbund, auf den Sie sich, Herr Frömmrich, vorhin ja so berufen haben, sagt sogar, es wären minus 3,5 %. Also das wollen wir mal nicht vergessen, ja, was sozusagen dieser Tarifrunde vorangegangen ist. Und insofern ist es sicherlich auch nicht ganz falsch, sage ich mal, darauf hinzuweisen, dass diese Übertragung oder Übernahme des Tarifergebnisses jetzt auf die Beamtinnen und Beamten auch etwas damit zu tun hat, dass Landtagswahlen vor der Tür stehen. Und dass das nicht eben nur die Argumente sind, die wir hier gehört haben. So. Warum gibt es aber dennoch, nachdem es ja eine Minusrunde in den vorangegangenen beiden Jahren gegeben hat, keine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses in diesem Jahr? Weil die Frage müssen Sie sich natürlich gefallen lassen, meine Damen und Herren von der Regierung. Ja? Eine Verzögerung von 4 Monaten. Sie haben es ja gerechnet, Herr Frömmrich. Sie haben es ja mit 50 Millionen € bezeichnet. Die kann sich offensichtlich die Landesregierung nicht leisten oder will sich die Landesregierung nicht leisten. Und insofern sind wir dankbar für den Änderungsantrag der SPD, den wir vollinhaltlich unterstützen, weil er ja unserer Position entspricht. Wenn, dann geht es hier in diesem Jahr um eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des gesamten Tarifergebnisses. Und das heißt, auch für die Beamtinnen und Beamten fordern wir eine Tariferhöhung von 2 % ab dem 1. März und nicht ab dem 1. Juli 2017. Und Herr Frömmrich, Sie haben ja von Anhörungen gesprochen.
von der Anhörung im Innenausschuss und dass Sie daraus Konsequenzen gezogen haben im Hinblick auf einen Änderungsantrag, den Sie eingebracht haben. Nun sage ich einmal, hat der Änderungsantrag meiner Ansicht nach mehr damit zu tun, dass da handwerkliche Fehler im Gesetz gemacht wurden, die Sie jetzt reparieren müssen. Aber sei es drum. Es ist im Übrigen der einzige Punkt, der in der Anhörung angesprochen wurde. Aber ich will Sie dann damit konfrontieren, dass in der Anhörung ja auch andere Einwände vorgebracht wurden, denen Sie ja nicht gefolgt sind. Also zum Beispiel hat der Beamtenbund darauf hingewiesen, dass die von Ihnen so gepriesenen unteren Besoldungsgruppen unterhalb des Existenzminimums liegen würden. Ich finde, das ist ein harter Vorwurf, den zumindest die Landesregierung der ihren auch nachgehen soll. Ich kann den nicht bestätigen. Ich will das auch nicht. Aber ich finde, das ist ein so harter Vorwurf, dass man das nicht einfach im Raum stehen lassen kann. Die Deutsche Steuergewerkschaft hat ebenso wie der DGB eine Erhöhung der Anwärterbezüge um mehr als 35 € gefordert, weil dies nicht ausreichend sei für den gehobenen und auch den höheren Dienst. Auch das ist in der Anhörung vorgetragen worden. Die Hochschulen haben darauf hingewiesen, dass die Diskrepanz bei den Hochschulprofessoren der Besoldungsgruppe W2 zwischen Hessen und Baden-Württemberg mittlerweile 1.000 € pro Monat beträgt und dass es deshalb große Probleme gibt, an den hessischen Hochschulen entsprechend qualifizierte Professoren zu finden. Die beruflichen Schulen haben in der Anhörung darauf hingewiesen, dass es einen erheblichen Nachwuchsmangel bei Lehrerinnen und Lehrern, insbesondere in den technischen Berufen, gibt und dass dies auch etwas mit der Besoldung in Hessen zu tun hat. Und die GEW hat das Gleiche für den Grundschulbereich reklamiert. Das ist uns ja bekannt durch viele Diskussionen, die wir hier auch geführt haben, und die Forderung gestellt, wie wir finden, die berechtigte Forderung, auch die Grundschullehrer nach A13 zu besolden. All das ist auch Bestandteil dieser Anhörung gewesen. Dazu haben Sie kein Wort gesagt. So. Und kommen wir nun zur Arbeitszeit. Ich will es einmal so nennen. Manche sagen ja Arbeitszeitverkürzung, das ist aber falsch, weil es ist im Prinzip nur eine Teilrücknahme einer Arbeitszeitverlängerung, die aus dem Jahre 2004 resultiert. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist keine Arbeitszeitverkürzung. Es ging um eine Erhöhung seinerzeit auf 42 Stunden, und die wird jetzt um eine Stunde zurückgenommen. Die IG Bau hat in der Anhörung Folgendes vorgetragen. Ich darf Ihnen das einmal vorlesen. So, er hat nämlich darauf hingewiesen, dass offensichtlich diese Reduzierung, die ja zu einer Stellenmehrung von 1.100 Stellen führen soll, ungleich verteilt würde, weil im gesamten Bereich von Hessen-Forst – ich konnte es gar nicht glauben, ich habe extra noch einmal nachgefragt – müssten 20 Stellen geschaffen werden, real werden aber im Haushaltsjahr 1,8 % der Stellen reduziert. Das müssen Sie mir also einmal erklären, wie Sie hier insgesamt zu einer gerechten Verteilung bei der Stellenreduzierung bzw. bei der Stellenmehrung kommen. Ich komme zum Schluss. Ich will es nur noch einmal sagen. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten ist nach unserer Auffassung regelmäßig, also jährlich, an die tarifvertragliche Entwicklung zeitgleich anzupassen. Für uns ist und bleibt klar, wir werden weiterhin genau darauf achten, dass nicht nur vor Wahljahren solche Übertragungen von Tarifergebnissen stattfinden. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht nun Herr Staatsminister Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schon beeindruckend, wie die Vorträge der Opposition hier gewählt worden sind. Man möchte fast sagen, gequälte Argumente herausgedrückt wurden, die teilweise mit dem Regelungsgehalt des Gesetzes gar nichts zu tun haben, um einfach hier die Ablehnung des Gesetzentwurfs am Ende zu begründen. Ich bedauere das sehr, meine Damen und Herren, weil für die Mitarbeiter und Mitarbeiter des Landes ist durch den Tarifabschluss und für die Beamtinnen und Beamten ist durch dieses Gesetz für die Besoldung und Versorgung in Hessen ein wirklich ordentliches und angemessenes Ergebnis erreicht worden, meine Damen und Herren.
Damit wird für die Mitarbeiter, für die Beamtinnen und Beamten, für die Versorgungsempfänger natürlich die Frage, auch die wir hier immer wieder diskutiert haben, von Wertschätzung und Anerkennung mit zum Ausdruck gebracht. Ich freue mich darüber. Aber ich will auch noch einmal sagen, bei all den Diskussionen, die Sie gerade eben miteinander geführt haben, es geht hier um die Übertragung des Tarifergebnisses. Und ja, in der Tat ist es so, man kann das so sagen, die Koalition hat eine Wende vollzogen. Sie haben das 180-Grad-Wende, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen. Aber Sie müssen natürlich schon konstatieren, dass wir auch in den letzten Jahren eine völlige Veränderung der Situation in unserem Land hatten. Gegenüber dem, was wir im Jahre 2013 miteinander diskutieren mussten über die Frage wirtschaftliche Entwicklung, hat sich ja alles doch enorm zum Positiven entwickelt, und darüber können wir doch nur froh sein. Die Wirtschaft boomt, wir haben Wachstum, wir haben in jedem Monat mehr Arbeitsplätze zu vermelden, meine Damen und Herren, und dadurch haben wir mehr Steuereinnahmen. Die ganze wirtschaftliche Situation hat sich verbessert, und ich finde, dann ist es nur mehr als angemessen, dass wir dann den Beamtinnen und Beamten und den Tarifbeschäftigten auch eben Teil ihnen ein Stück von diesen Mehreinnahmen zuteilwerden lassen, indem wir eine angemessene und ordentliche Veränderung der Besoldung und Versorgung hier machen, meine Damen und Herren. Und deswegen, zum 1. Juli werden wir um linear 2%, mindestens aber um 75 €. Auch diese mindestens 75 € möchte ich noch einmal besonders betonen, weil das ist nämlich eine in der Tat Sozialkomponente, die in unserem Tarifvertrag, aber eben auch in der Besoldung hier angelegt ist. Und wir werden ab dem 1. Februar 2018 eine weitere Erhöhung um 2,2% haben. Und wir haben weder die Versorgungsempfänger noch die Anwärter hier entsprechend vergessen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu ein paar wenigen Punkten, die hier genannt worden sind, noch einmal ein paar Erläuterungen abgeben. Herr Kollege Rudolph, Sie haben gesagt, der Tarifvertrag sei ja noch nicht mal unterschrieben. Ja. Jetzt müssen Sie wissen, die Tarifgemeinschaft der Länder hat vor den Hessen verhandelt, und es ist auch noch nicht unterschrieben, weil eben im Nachgang zu entsprechenden Verhandlungen in den Detailfragen, das ausgehandelt wird. Ein völlig normaler Vorgang, wenn man im Tarifvertragsrecht, wenn man sich dort richtig gut auskennt, dann weiß man das, dass das einen Moment dauert. Und, meine Damen und Herren, ich verstehe ja auch die Ungeduld, was das Thema Freifahrtberechtigung angeht. Aber hier bitte ich um Nachsicht. Da sind wir eher der Gründlichkeit als der Schnelligkeit, fühlen wir uns verpflichtet. Wir werden gründlich mit dem RMV und den entsprechenden Vertragspartnern einen entsprechenden Vertrag vorlegen, und dann werden Sie alle Details und alle Einzelheiten selbstverständlich auch sehen, die wir dort angelegt haben. Und ja, meine Damen und Herren, wir sind als Dienstherr für die Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen zuständig. Wenn ich für andere sozusagen andere Dienstherren eine Freifahrtberechtigung sozusagen mitverhandelt hätte, würde ich sie mitverpflichten. Und das wollen die anderen Dienstherren nicht. Und ich glaube, angesichts von Konnexitätsfragen wollen wir das auch nicht. Und insofern werden wir selbstverständlich das Gespräch mit den Kommunalen Spitzenverbänden auch suchen und finden. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Aber wir sind zunächst einmal den hessischen Beamtinnen und Beamten verpflichtet. Für die haben wir analog zu den Tarifbeschäftigten die Freifahrtberechtigung ausgehandelt. Das tun wir, das setzen wir durch, und zwar gründlich, so wie sich das gehört, meine Damen und Herren. Herr Kollege Schaus, die Frage Existenzminimum, das ist ja geradezu absurd. Wir haben Ihnen nachgewiesen, in einem umfangreichen Werk zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung umfangreich nachgewiesen, dass Hessen in allen Parametern, die das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat, in allen Parametern selbstverständlich die Vorgaben erreicht, quasi, wenn man so will, die Ziellinie, wenn man es auf den Sport übertragen möchte, in allen fünf Disziplinen längst erreicht. Insofern haben wir dort keinen Nachholbedarf. Wir haben in der Tat einen Änderungsantrag eingebracht, ja, weil wir klarstellen wollten, dass die Frage der Freifahrtberechtigung besoldungsrechtlich abgesichert ist, dass keiner auf die Idee kommen kann, dass das eine sozusagen mit dem anderen etwas im Sinne des Gesetzes zu tun hat. Ich finde, dass wir mit dieser Klarstellung einfach nur den Beamtinnen und Beamten entgegenkommen. Ich weiß gar nicht, warum man das kritisieren muss an dieser Stelle, meine Damen und Herren.
Lassen Sie mich zum Schluss noch über wenigstens ganz kurz Besoldungstabellen oder den Besoldungsreport ansprechen. Es ist schon ärgerlich, wenn selbst in einer Anhörung im Hessischen Landtag diejenigen, die dafür verantwortlich sind, obwohl man es nachlesen und nachrechnen kann, die Anzuhörenden sozusagen dort, sagen wir mal, knapp an der Wahrheit und an den richtigen Zahlen vorbei argumentieren. Ich finde das bedrückend, weil es am Ende doch nur dazu einen Beitrag leistet, dass Beamtinnen und Beamte, dass unsere Beschäftigten verunsichert werden aus dem Bereich hier des DGBs. Ich finde, das kann man sich und das sollte man sich ersparen, dass man wenigstens auf einer gemeinsamen Zahlenbasis arbeitet. Und ich finde, da kann man die Gesetze heranziehen und da kann man sozusagen mit offenen Karten spielen. Und das würde ich mir für die Zukunft wirklich sehr wünschen. Meine Damen und Herren, wir haben ein ordentliches und angemessenes Tarifergebnis erreicht, und das übertragen wir jetzt auf die Fragen von Besoldung und Versorgung. Da freuen wir uns drüber, also jedenfalls mal die Regierung tragenden Fraktionen in diesem Hause. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Abg. Rudolph für die SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Innenminister, der Vorwurf des Kollegen Greilich und auch von uns war, dass natürlich das Besoldungsgesetz qua Gesetz für die Kommunalbeamten gilt. Wenn Sie aber daneben abreden, verabreden, darüber hinaus setzen Sie natürlich die kommunalen Gebietskörperschaften vor Ort unter Druck. Das ist doch völlig logisch. Deswegen hätte es sich auch gehört, gemeinsam zu verhandeln, weil im Übrigen die Kommunen auch noch Träger der Verkehrsverbünde sind. Das ist eine ganz besonders bekannte Situation. Nur darum ging es. Und da brauchen Sie nicht so hier so ganz oberlehrerhaft zu sagen, das geht mich alles nichts an. Das gehört zur kommunalen Familie. Weil, wenn Sie sich die Stadt, schauen Sie mal die Stellungnahme auch der Stadt Frankfurt an, wenn ein Jahrgang von Feuerwehrbeamten gut ausgebildet relativ viel Geld kostet, nämlich mehrere hunderttausend Euro abwandert, weil die hessischen Beamtenverhältnisse eben nicht so attraktiv sind von der Besoldung und der Lebensarbeitszeit. Und wenn Sie dann das Thema Jobticket auch noch haben, was auch nicht befriedigend gelöst ist, dann haben Kommunalverwaltungen zumal große Probleme, sachgerechtes Personal zu gewinnen. Und das ist der Punkt, um den es geht. Und ich finde, den kann man an der Stelle schon ernst nehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für Beschäftigte von Universitäten, die nämlich teilweise auch eigene Tarifverträge abschließen. Das hätte ja Sinn gemacht, die gesamte öffentliche Familie da mitzunehmen. Das wäre jetzt auch kein Verstoß gegen irgendwas gewesen. Ein Zweites. Der Minister sagt in der Anhörung, ich weiß nicht, was Sie meinen, da hätte man den Anzuhörenden dann irgendwas an der Wahrheit vorbei erzählt. Die Stellungnahmen der Anzuhörenden sind in vielen Punkten deckungsgleich. Aber ich will einen Punkt aufgreifen, damit das auch im Protokoll des Hessischen Landtags aktenkundig ist. Der Kollege Frömmrich war nicht nah an der Wahrheit vorbei. Er hat die Wahrheit nicht gesagt. Sie haben eben gesagt, Herr Frömmrich, ja, ich könnte auch sagen, er hat gelogen. Das will ich Ihnen belegen. Ich will Ihnen das belegen, Herr Kollege Bellino. Er hat gesagt, die SPD hat nicht einen einzigen Vorschlag gemacht, wie sie die Finanzierung dieser vier Monate rückwirkende Besoldungserhöhung macht, haben Sie gesagt, steht wortwörtlich im Protokoll stehen. Und diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn im Artikel in dem Ursprungsgesetzentwurf, den das Innenministerium für CDU und GRÜNE geschrieben haben, damit das auch noch einmal im Protokoll aktenkundig ist, steht im Artikel 16 Deckung und Finanzierung Folgendes. Artikel Absatz 1, die durch Artikel 1, 3 und 5 und 6 bedingten Mehrausgaben von bis zu 38 Millionen € im Jahr 2017 dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen geleistet werden. Die Mehrausgaben werden durch Einnahmeentnahmen aus der allgemeinen Rücklage im Kapitel 1701 bei Titel 35904 gedeckt. Unser Änderungsantrag, der sich natürlich logischerweise, wie ein bisschen Ahnung von Verwaltungsrecht und Gesetzgebungsverfahren hat, nur ein bisschen sich mit der Materie auskennt, der geht daraufhin ab, nämlich in Römisch 5, Artikel 16, was ich eben vorgetragen habe, wird wie folgt geändert. In Absatz 1 wird die Angabe 38 durch die Angabe 88 ersetzt. Meine Damen und Herren, diese vier Monate kosten 50 Millionen Euro, sollen wie die 38 Millionen € aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden. Was
ist der Unterschied, wenn Sozialdemokraten zur Finanzierung von Ausgaben die Rücklage beziehen und Schwarz-Grün macht es. Was ist der Unterschied? Was ist der zentrale Unterschied, Herr Frömmrich, den Sie hier einmal belegen? Kann ich auch nur sagen, die Äußerung des Abg. Frömmrich ungetrübt von Sachverstand. Ungetrübt von Sachverstand. Weil das ist eine ziemlich miese Unterstellung, die Sie durch nichts belegen können. Und deswegen, meine Damen und Herren, sollten Sie wirklich die Backen nicht so aufblasen. Sie sollten die Backen nicht so aufblasen, wenn andere Vorschläge machen, die man politisch ablehnen kann. Aber uns dann zu unterstellen, es gäbe keine Vorschläge. Weil bei der Ursprungsaufstellung des Haushalts 2017 haben Sie 1% berücksichtigt. Jetzt gibt es mehr für die Beamtinnen und Beamten, was wir nicht zu kritisieren haben an der Stelle. Aber dann können Sie uns nicht vorwerfen, wenn wir konsequent die Übertragung des Tarifergebnisses fordern, dass wir genau die gleichen Finanzierungsmechanismen und Möglichkeiten heranziehen. Das gehört auch zur Redlichkeit. Wenigstens das sollten Sie einmal beherrschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Als nächstes spricht der Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Gibt es irgendwelche Beanstandungen? Sollen wir unterbrechen? Oder? Bitte, Kollege Bellino. Ich habe mich da vielleicht in der Interpretation Ihrer Mimik vertan. Ich habe unterstellt, dass Sie mit mir der Meinung sind, dass der Begriff Lügner und gelogen, wer gelogen hat, ist ein Lügner. Es wurde mehrfach gesagt, der Kollege Frömmrich hat gelogen. Und das ist bisher unparlamentarisch gewesen. Ich wundere mich sehr darüber, dass das jetzt durchgeht. War das jetzt der Antrag, dass wir den Ältestenrat einberufen? Oder? Nein. So. Herr Präsident. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hatte eine Frage gestellt, bekam keine Reaktion. Ich habe das Wort erteilt. Wenn ich das Wort erteilt habe, dann gibt es keine weiteren Wortmeldungen. Wir können gerne anschließend dann weiter debattieren, wenn das gewünscht ist. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eigentlich wollte ich mich nicht mehr zu Wort melden, aber nach Ihrem Beitrag, Herr Minister, muss ich dann doch noch einmal ein paar Anmerkungen machen. Also zunächst einmal zur Klarstellung. Was unsere Position im Hinblick auf die Freifahrtregelung ist, habe ich ausgeführt, dass ich es richtig finde, dass den handwerklichen Fehler, den Sie im Gesetzentwurf gemacht haben, im Hinblick auf die Steuerbefreiung jetzt auch wieder klargezogen wird, sage ich mal an der Stelle. Und insofern, ja, und um die Versteuerung. Und insofern werden wir dem Änderungsantrag der CDU genauso wie dem Änderungsantrag der SPD selbstverständlich zustimmen. Gar keine Frage. So. Also, das muss man auch nicht kritisieren. Ich weiß auch nicht, was Sie da kritisiert haben an der Stelle. Was die Finanzierung angeht, will ich nur eine Anmerkung machen. Vielleicht kann der Kollege Frömmrich ja darauf eingehen. Als Sie nach dem SPD-Beitrag auf den Umfang der Finanzierung eingegangen sind und sozusagen spontan gesagt haben, ja, die 4 Monate, das kostet ja 50 Millionen. Da habe ich mir gedacht, guck mal an, ja, das haben die schon ausgerechnet. Und da weiß ich genau, wie in der Koalition die Diskussion gelaufen ist, dass nämlich die Sparbrötchen von den Grünen nämlich gesagt haben, das können wir auf keinen Fall machen. Also insofern haben sich da selbst entlarvt, meine Damen und Herren. Ja, so. Und zum dritten Punkt, Herr Minister, ich weiß auch nicht, ob ich das richtig notiert habe, weil ich da so überrascht war. Aber Sie haben in einer sehr kryptischen Art und Weise von, ich meine,
knapp an der Wahrheit vorbei von Aussagen im Zusammenhang mit dem DGB gesprochen. Aber ich konnte es nicht. Ah, ja, gut. Ich habe mir es gedacht, danke schön, dass es um den Besoldungsreport 2017 geht. Und deswegen habe ich die Stellungnahme des DGBs mitgebracht. Und da lese ich Ihnen den Absatz dazu noch einmal vor, damit alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Ich habe ja hier schon auszugsweise vom Besoldungsreport habe ich ja schon einige Rechenbeispiele gemacht. Aber in der Stellungnahme zum Besoldungsgesetz hat der DGB, ich zitiere, Folgendes geschrieben. Wie wir in unserem DGB-Besoldungsreport 2017 aufgezeigt haben, ist Hessen erheblich hinter der allgemeinen Besoldungsentwicklung zurückgeblieben. Wenn die Besoldung aller Bundesländer und des Bundes bei 40 Stunden normiert wird, dann belegt Hessen für die Besoldungsgruppen A7 bis A9 jeweils den vorletzten, im Falle der Besoldungsgruppe A13 den drittletzten Platz im Bund-Länder-Vergleich. Dabei ist zu beachten, dass die jüngsten Besoldungserhöhungen für alle Bundesländer nicht berücksichtigt sind. Für Hessen ist ab August 2017 allerdings schon die Reduzierung der Arbeitszeit eingerechnet. Selbst dann, wenn wir das Jahr 2017 durchgehend mit einer 41-Stunden-Woche bei einer Normierung ausgegangen wird, ändert sich nicht viel. Hessen behält bei den Besoldungsgruppen A7 bis A9 den vorletzten Platz. Lediglich für die Besoldungsgruppe A13 verbessert sich Hessen leicht und liegt damit im Vergleich auf Platz 12. So viel Zitat Ende zum Thema Besoldungsreport des DGB. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schaus. Bevor ich dem Kollegen Frömmrich das Wort gebe, will ich noch eines klarstellen. Ich habe mich hier im Präsidium noch einmal vergewissert. Wir haben es alle so verstanden, dass der Kollege Rudolph gesagt hat, ich könnte auch sagen, das ist gelogen. Ich will es jetzt nicht hundertprozentig wörtlich sagen. Das ist im Konjunktiv formuliert, aber haarscharf an der Behauptung vorbei, an der klaren Behauptung, das sei gelogen. Ich darf Sie bitten, Herr Kollege Rudolph, solche Formulierungen wie auch die in der Tat unparlamentarische Behauptung, es wäre etwas gelogen, die Tatsachenbehauptung zukünftig zu unterlassen. Herr Kollege Frömmrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Darüber kann man streiten, über Stil und über Umgangsformen, ist mir klar. Aber wissen Sie, für einen Nordhessen, der ich nun einmal bin, bei uns geht so etwas, das geht uns runter. Da kümmern wir uns gar nicht, da schütteln wir uns. Und ich komme sogar aus Waldeck, da ist es noch extremer. Also, Herr Kollege Rudolph, ich finde, Sie müssen sich abends selber fragen, wenn Sie von der Plenarsitzung kommen, ob das, was Sie hier immer über Anstand und Umgangsformen erzählen, ob Sie da sozusagen die Hürde, die Sie sozusagen bei anderen legen, ob Sie die nicht andauernd reißen. Aber es ist auch eine Frage, die müssen Sie mit sich selber abmachen. Da will ich Ihnen gar keine Ratschläge geben. Und ich will noch einmal drei Punkte aufgreifen, von denen ich doch glaube, dass man sie vielleicht auch noch einmal als Opposition, aber es ist nur vielleicht mein Wunsch, dass man sie noch einmal durchdenkt. Irgendjemand hat eben hier Sparbrötchen gesagt, die Grünen seien die Sparbrötchen. Also ich weiß nicht, was daran zu kritisieren ist, wenn man mit dem Geld der Steuerzahler sparsam umgeht. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich zumindest glaube, dass das auch der Auftrag ist, den die Bürgerinnen und Bürger an Politik und gerade auch an den Haushaltsgesetzgeber Hessischer Landtag haben, dass wir mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger sparsam umgehen. Bei uns Grünen, Herr Kollege Schaus, heißt es sogar nachhaltige Finanzpolitik. Warum heißt das nachhaltige Finanzpolitik? Weil wir uns mit Themen beschäftigen, dass wir eben die Probleme, die wir haben, auch im Haushaltsvollzug, auch bei Investitionen, dass wir die Probleme, die wir heute haben, nicht ins nächste Generationen verlagern, dass wir uns nachhaltige Finanzpolitik, dazu stehen wir ausdrücklich, Herr Kollege Schaus, das ist für uns
überhaupt kein Schimpfwort. Wir haben ja vorhin auch schon einmal eine große Debatte über Finanzen gehabt. Der Kollege Wagner hat das ja alles vorgetragen, was wir mittlerweile an Vorschlägen auch der SPD zur Finanzierung und was zur Ausgabenpolitik haben. Und da ist ja gesagt worden, am Ende hat, glaube ich, der Thorsten Schäfer-Gümbel irgendwo gesagt, es müsse investiert werden, bis die Schwarte kracht. Wir hätten so viel Geld. Also wir würden ja jetzt 600 Millionen mehr erwarten. Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen mal daran erinnern, dass ein Blick in die Bilanz des Landes Hessen manchmal hilft, zumindest die Zahlen sich mal zu vergegenwärtigen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir alleine, was Rückstellungen für Pensionen und Rückstellungen für Beihilfe angeht, rund 80 Milliarden Euro an Rückstellungen in der Bilanz. 80 Milliarden, das ist nicht Geld, sondern es sind buchhalterische Rückstellungen. Das ist schon etwas, was wir den nächsten Generationen überlassen haben. Wir haben das auch in den vergangenen Jahren gemacht. Wir haben auch noch Schulden des Landes Hessen in der Größenordnung von 43 Milliarden €. Also das, was wir jetzt machen, auch als Auftrag der Schuldenbremse, heißt, dass wir mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger sparsam umgehen, trotzdem wichtige Investitionen tätigen und nicht beschließen, dass das die nächsten Generationen bezahlen müssen. Das ist unser Auftrag, und das ist eine faire Finanzverteilung. Und da kann man natürlich Finanzpolitik à la SPD machen, Herr Kollege Rudolph. Ich finde das interessant. Ich finde es sehr interessant, dass Sie jetzt darauf verweisen, dass wir in unserem Gesetzentwurf den Verweis auf die Rücklage haben. In der Tat, Sie haben jetzt die 50 Millionen € Mehrausgaben auch mit dem Verweis gesehen. Wenn das so funktioniert mit der Deckung bzw. mit dem Vorschlag der Finanzierung von Vorschlägen, wissen Sie, Sie stellen hier einen Antrag im Landtag, der soll sozusagen umgesetzt werden. Und den Beschluss über die Finanzierung überlassen Sie dieser Koalition. Das ist Ihre Haushaltspolitik. Das ist Ihre Haushaltspolitik. Weil spätestens beim Haushalt 2018, 2019 werden Sie ja dieser Koalition nicht im Haushalt zustimmen. Also, das ist eine tolle Finanzpolitik. Ich mache hier die Vorschläge und sage der Koalition, seht mal zu, wie ihr das in der Zukunft finanzieren wird. Das sind die Vorschläge der SPD. Und das muss man mal ganz deutlich als unseriös bezeichnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil es so schön ist, will ich es jetzt doch noch einmal sagen. Ihre Forderungen bei 600 Millionen € mehr Einnahmen sind 1 Milliarde € Mehrausgabe für die Erhöhung der KFA-Mittel, 940 Millionen € mehr für Kitas und Gebührenfreiheit, 500 Millionen € pro Jahr mehr für sozialen Wohnungsbau, 230 Millionen € Erhöhung der Besoldung, 155 Millionen € Ablehnung der Grunderwerbsteuer, 70 Millionen € für mehr Grundschulen, Lehrer, 39 Millionen € für Landesstraßenbau, 22 Millionen €. Kollege Frömmrich, Sie müssen bitte dringend zum Ende kommen. Auch gleich zu Ende. 21 Millionen € für soziale Infrastruktur, zusammen 3 Milliarden €, ohne für die Sie nicht sagen, wo Sie das Geld hernehmen wollen. Das ist unseriös, meine Damen und Herren. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Aufgrund der Änderungsanträge ist die dritte Lesung obligatorisch. Das heißt, wir verweisen den Gesetzentwurf mit beiden Änderungsanträgen zurück in den Innenausschuss zur weiteren Beratung. Damit ist der Tagesordnungspunkt 10 erledigt.